Willkommen zurück im Weltraum. Relativ angepisst. Ich zeige euch gleich warum. Ich habe das erste Mal eine Drohnenbase gefunden. Die, woher die Attacken der Drohnen immer kommen, ne? In diesem Spiel. Alles schön. Ist ja durchaus schön, dass man die findet. Und jetzt geht es darum, wo ich die gefunden habe. Bei aller Liebe, ich glaube, wir werden ein bisschen cheaten. Gleich geht's los. Gleich zeige ich euch, wo es hingeht. Warum? So und was. Schauen wir uns gleich an. So, wir haben aber ein paar Schrotgewehr-Upgrade-Bausatz, was schon mal ganz nett ist. So, außerdem sind wir fast Level 25. Das heißt, wir werden noch ein paar Punkte verteilen. So. Großen Schultank brauche ich nicht dringend. Treibstofftank, der ganz großen für die Basis, brauche ich auch noch nicht. Das ist alles uninteressant. Generator groß wäre durchaus. Das vielleicht ja. Warum nicht? Gut, was haben wir hier? Die Reparaturplattform. Reparaturkonsole braucht es. Zugriffsterminal in der Reparaturplattform. Ach, das ist die T2-Reparaturplattform. Die ist halt irgendwie anscheinend besser. Ja, okay. Ja, komm. Lernen Sie mal. Großes Raumschiff, was fehlt mir denn da? Ein großer O2-Tank, warum eigentlich nicht? Passagiere werde ich nicht mitnehmen. Wobei ich mittlerweile echt überlege, wegen solcher Dinge wie gerade, was ich gesehen habe, zu sagen, man könnte wieder einen Server aufmachen. Könnte sich den natürlich ein bisschen einfacher stellen und dann könnte man ein bisschen zusammenzocken. Da wäre manches vielleicht ein bisschen einfacher, weil das ist ja wohl abartig. Ein Bohrer, warum nicht? Am großen Raumschiff würde ich den zwar nicht unbedingt drauf machen, aber gut. Das kleine Raumschiff haben wir komplett. Das haben wir komplett bis auf Ding. Bodenkleider auch, Medizinstation drin. Jawohl, ist wichtig. Bei Diverses haben wir auch alles gelernt. Jawohl. Werkzeuge. Ja, haben wir auch. Waffen. Ich bin Level 25. Echt? Oh. Ich habe schon weiter. Ja, ich habe auch noch einige Male looten nach den ganzen Sachen. Deswegen habe ich auch viel gefunden. Ja, und habe auch die letzten Erzlager gefunden. An die komme ich nicht ran. Genauso wie die Titan. An die komme ich nicht ran. Und deswegen werden wir wohl ein bisschen cheaten. Es tut mir leid. Wir gucken uns das gleich an. Ja, das Verbesserte lernt man schon automatisch. Okay. Mhm. Gut. So. So, die Schrotflinte kann ich auch. Diese Schrotflinte kommt jetzt hier rein. So, und jetzt kann ich mir bei Waffen und Vorlagen, da ich es ja kann, die Schrotflinte, nee, nicht T2, ich will sie verbessern. Wo ist denn das? Ach, du Idiot. Ich brauche es mal verbesserten Konstruktor. Alles gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Können wir vergessen. So. Ja, ich habe ein bisschen Sauerstoff dabei, ich habe ein bisschen Wasser dabei, eigentlich zu viel Wasser. Ich würde auch sagen, wir lassen Wasser da und stecken es in die Küche. Die kann es gebrauchen. Sparen! Sag, was mache ich hier eigentlich für Bullshit? Schon cool. So, da habe ich einiges geholt von diesem Alien Dorn. So. Oh ja, Drohnen, warum denn nicht? So. Wir haben Kräuterblätter, ja, nicht allzu viel. Bis jetzt noch nicht so viel. Och, was, nicht so viel? Okay, vergiss es, wir haben genug Kräuterblätter, alles in Ordnung. Traumakit braucht Konfetti, muss Feuer, muss Krümel, Pflanzenfaser und Alien Dorn. Leider relativ viel Alien Dorn, Pflanzenfaser ist egal. Die Feuermoos und Konfetti-Moos-Krümel sind noch nicht so effektiv, ne? Da bräuchte ich mehr von. Okay, pass mal auf. Das kann ich aber herstellen. Das war gar nicht mal so schwer. Pilze. Ich habe nicht genug Pilze. Wie viele Medkits haben wir denn? 3 Regenerationspacks. Ansonsten Salben und haben wir Tabletten auch? Ja, nur wegen Marken. Ja, ist auch okay. Soll erstmal reichen. Schrotladungen haben wir dabei. Ja, passt schon. Ach, das Geld kann ja weg. Das brauche ich noch nicht. Erst wenn ich einen Geldautomaten habe. Da ist Geld. Ach so, naja. Nochmal auffüllen, wäre geschickt. Hallo? Ach, ich habe gerade was gemacht, deswegen geht es da jetzt. So, jetzt sind wir wenigstens komplett offen. Früchtekuchen könnten wir übrigens jetzt herstellen, fällt mir gerade auf. Das sollten wir vielleicht tun. Ja, warte mal, wir warten auf die Früchte. Ja, wir gucken, so lange werden wir auf die Früchte warten. Und auf die Drohnen, die da ankommen. Auf die Karte. So. Also, wir müssten ja jetzt, um den Auftrag abzuschließen mit der Titan, zur Titan gehen. Nicht dahin, sondern zur Titan gehen. Die Titan müsste hier sein, ja. So, da sollen wir zuerst hin. Danach heißt es, geht zur Titan Mittelteil. Das ist dann vielleicht hier. Und das Heck habe ich bereits gesehen, das hat nämlich einen Brückenaufbau. Das ist dann hier. So, schön. Und was ist hier? Spaceport. Der schießt auf fast 500 Meter.
Eine Drone Base, die schießt auf 400 Meter. Da oben ist eine Armory, die schießt auf 350 Meter. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie soll ich an die Titan kommen? Wenn wir die Drone Base ausschalten, hören die Drohnenangriffe auf meine Basis selbstverständlich auf. Die ist immer der Ausgang der Drohnenangriffe. Habe ich im Privatspiel noch gar nicht gefunden. Ich muss also immer noch irgendwas nicht gesehen haben. Gleich. Lass uns mal ausschießen. Das ist die Sache. Wir werden also nicht zur Titan gehen. Zumindest jetzt. Wir werden jetzt erstmal schnell die Drohnen besuchen. Dann werden wir den Mond besuchen. Weil wir Kobalt und Magnesium brauchen. So, weil wir Kobalt und Magnesium brauchen. Magnesium, dann kann ich mir Raketen herstellen. Kobalt, dann kann ich mir bessere Waffen herstellen, generell. Und kann meinen Konstruktor aufrüsten. Dadurch natürlich bessere Waffen herstellen. Ja, genau, sorry. Okay, so, dann habe ich das geschafft. Und dann werden wir rotzfrech, sage ich euch, wie es ist, Godmode einschalten. Wo ist die Pflanze? Ah, da kommt sie. Und werden das Äußere der Basis ausschalten. Du hast nur Gammelzeug dabei, du bist ja sinnvoll. Werden das Äußere der Basis ausschalten, damit ich mich da bewegen kann. Und dann gehen wir zur Titan. Weil irgendwie, da draußen sind halt Geschütze ohne Ende, ne? Die ist gut besetzt, die Basis. Innen lassen wir alles in Ruhe. Das machen wir dann schön ohne God-Mode. Selbstverständlich, nehme ich auch gern auseinander. Gerne. Hab ich Spaß dran, möchte ich machen? Warum nicht? Oh, hier läuft gar nichts mehr. Kein Kraftstoff mehr drin. Aber die laufen noch. Können wir mal ein bisschen auffüllen. Wir haben eigentlich genug Kraftstoff, ne? Gucken wir gleich nochmal. Ja, aber wie gesagt, ich lasse mich nicht verarschen. Also das ist die Tutorial-Mission und ich soll an Drohnenbasen, an eine Armory und an einen Spaceport gleichzeitig ran. Sag mal, geht's euch noch? Ganz danke. Ich versuche mir vorher ein schönes Schiff zu bauen, dass man wenigstens sagen kann, man hat die Chance, aber nö. Also irgendwie, ne. Was soll denn der Bullshit? Da komme ich mir leicht verarscht vor. Deswegen, God-Mode an, Raketenwerfer in die Hand und dann alles, dann alles äußere an Geschützen erstmal zerlegen. Wir müssen aber dann eben die Basis auch komplett zerlegen, weil wenn wir das nicht tun, oder ich das nicht tue, respawnt die ständig wieder. Ist natürlich auch ein Trick, wenn man das haben möchte. Ja, ganz klar. Warum nicht? Aber möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Bin ich ganz ehrlich. So. Du hattest hier was hergestellt, bist noch nicht fertig. Schade. So. Okay. Na dann nicht. Dann gucken wir nochmal ins Gewächshaus. Das ist eben ein großes Gewächshaus. Da habe ich jetzt schon ein bisschen mehr reingesteckt. Auch von zwei so Pflanzenwesen da, die mich angegriffen haben. Die haben nämlich Saatgut dabei. Ich habe auch selber welches hergestellt. Ja, es dauert natürlich, bis das wächst. Schade. Gut. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir haben einen Bohrer dabei, ja. Haben wir. Ja, komm. Wir gehen nochmal schnell rein. Haben wir noch Batteriestrom eigentlich? Wir haben sogar noch ein bisschen Batteriestrom, okay. Also im Moment haben wir für 44 Stunden. Ja, das glaube ich nicht, aber passt schon. So. Okay. Wir können hier mal ein bisschen Wasser reintun. Wasserkanister. Wie viel habe ich denn da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Volle? 5 volle? Okay, cool. Dann werden wir mal hier. Dann können wir ja das 100 Mal machen. Mal Wasserstoffflaschen. Oder denke ich jetzt gerade falsch? Müsste doch eigentlich funktionieren. Wir gucken mal. Ne, ich glaube, ich denke falsch. Aber gut, wir lassen den mal durchlaufen mit Wasser machen kann. Den Quatsch stecken wir hier rein. Und dann gehen wir halt zum Mond. Ja. Dann gehen wir nämlich jetzt auf den Mond, sammeln Magnesium für Raketen, Kobalt und generell alles Mögliche zu verbessern. Vielleicht finden wir da oben auch ein geschrottetes Schiff. Das wäre sehr in meinem Interesse, muss ich sagen, weil dann finde ich da gleich ein bisschen gehärtete Stahlplatten. Hätte ich nichts dagegen.
ich Intelligenzbolzen habe mir natürlich statt der 15mm Munition, die ich gebraucht hätte für meinen Gatling Gun am Schiff, habe ich mir natürlich Minigun Munition gecraftet. Ohne Ende. Cool. Ganz toll. Die da hätte ich gebraucht. Ja. Ich habe dann die richtige auch noch gemacht, aber ja, zu spät halt. Konzentratriegel, ja, die werden kaputt gehen, ne? Naja, es geht noch. Verfallen die alle auf einmal? Alter Schwede. Ja, klasse. Ich brauche eine Rüstung. Ach, das war's, ja? Nee, nee, es könnte klappen. Könnte stimmen, was ich erzähle. Aber wird's bald? Okay, danke. Mein Gott. Ja, der verbraucht jetzt dadurch dann die Stahlplatten. Ja, egal, können wir neue herstellen. Wir haben genug Reserve, das ist alles okay. So, ich habe ein bisschen Zeug an Ausrüstung dabei, das ist auch okay. Die Kettensäge brauchen wir eigentlich auf dem Mond mit. Die würde ich mal hier lassen. Den Biokraftstoff eigentlich genauso. Ja, wir hätten natürlich jetzt nochmal füllen können. Gleich mal gucken, vielleicht haben wir noch genug Zeug. So, was haben wir denn hier noch so dabei? Das Wasser nehmen wir mal mit. Ja gut, die Ressourcen müsste jetzt auch nicht sein, aber wir nehmen es mal mit. Die Bohrerladung nehmen wir auf jeden Fall mit. Multiladung auch. Wie gesagt, vielleicht finden wir da oben ein schönes abgestürztes Capital Vessel. Wäre nicht schlecht. Was vielleicht nicht in der Nähe einer Drone Base ist. Ach so, ein Dreck, ehrlich. Also ich habe ja Spaß dran, Basen zu erledigen. Will ich ja später auch machen, mit euch zusammen. Wenn ich vernünftig ausgerüstet bin. Aber ich kann doch nicht die Tutorial-Mission hier mitten in Feindgebiet stellen. Naja, das ist halt prozedural generiert, ne? Also, ja, halt teilzufällig. Es ist nämlich immer dasselbe drauf. Also, das meine ich jetzt. Ich glaube, das stimmt auch. Das war ungefähr das, was ich gesagt habe. Es ist immer dasselbe drauf, aber halt, ja, da muss noch was sein. Da muss noch Promethium sein. Ich habe noch nicht alles Promethium entdeckt. Okay. Oder ist noch irgendwo ein... Ja, da wird kein Promethium sein. Promethium ist immer im verstrahlten Gebiet. Wie wir hier sehen, wie wir hier sehen. Naja. Ja, die zweite... Ach, es könnte auch hier irgendwo sein, weil ich mich nicht reingetraut habe, wegen, ja, Fortification, Radarstation, ganz toll. Einfach klasse. Destroy-Shelter, aber der ist auch noch bemannt. Listening Post, Advanced Spaceport, da ist noch einer, toll. Defense 2, Defense 3, Defense 1 muss noch irgendwo stehen. Also man kommt nirgendwo ran. Es ist toll. Einfach. Tja. Und deswegen, bevor wir hier nach Südosten gehen, tut mir leid, God Mode. Und dann werden wir hier ausschalten. Da werden wir einmal die Sau rauslassen. Die Idee war jetzt, ich wollte mir noch einen Bohrer mitnehmen, ne? Ich brauche auf jeden Fall Magnesium. Brauche ich Kobalt? Ja, eigentlich auch. Ich habe damit jetzt zwei Erzlager weggeräumt. Habe ich noch genug? Ich kann die großen Zellen auch nicht machen, schade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fast 8000. Mit 5000 wären es 100 mal das, ne? Ist das richtig? Machen wir das Ganze mal 50 mal wenigstens. Gibt es nochmal 100 mal so Zellen. Dann können wir die Wasserstoffgeneratoren vielleicht wieder, die Wassergeneratoren vielleicht wieder vollfüllen. Den Wasserstoff hier will ich haben, damit ich dann, sobald ich den Generator, den Konstruktor aufgerüstet habe, die großen Zellen machen kann. Die gehen halt leider nur im verbesserten, großen Konstruktor. Das ist der verbesserte, glaube ich, oder der heißt groß. Und danach gibt es den, genau, gibt es den verbesserten. So rum. Das ist der große und dann gibt es den verbesserten. Den verbesserten brauche ich. Dann mache ich mir jetzt ein bisschen Medizin. Nehme ich halt Medizin mit drauf. Schlecht wäre es vielleicht nicht, ne? Wenigstens zwei so Trauma-Kits, falls mir irgendwas Mist passiert. Zwei so Detox-Kits. Brauche die Konfetti- und Feuermuskrümel. Die brauche ich nämlich da. Deswegen brauche ich die nämlich genau. Die ganzen blöden Krümel-Scheiß. Da brauche ich Pilze für ein Dekontaminationsjahr. Ja, nehme ich auch mit. Was soll er die erstmal noch herstellen? Na, bereiten wir uns vor, in den Weltraum zu gehen.
da hätten wir auch ein Wärmegerät oder Kältegerät, je nachdem, was gerade der Fall ist, was gemacht werden muss. Ja. Hier darf ich es gar nicht hinstellen. Cool. Ja, also das ist der Generator. Dreifaches Heiz und Kühl, das macht je nachdem, das macht eine angenehme Temperatur auf 25 Grad. Das, was ich brauche. Habe ich gerade Spinnen gehört? Nehme ich natürlich mit. Und hier hat man einen tragbaren Konstruktor. Oder mobil, oder wie er heißt. Heißt der mobil? Heißt der tragbar? Warte. Portabel. So, tragbar. Also. Portabler Konstruktor. Ja, der ist nicht so sinnvoll. Der mobile ist der im Schiff. Der ist schon sinnvoll, aber der hier, der kleine. Ja, ich nehme mal mit, falls irgendwie Not am Mann ist. Der Rest ist alles unreif. So ein Shit. Wir könnten aber, glaube ich, die Mission fertig machen. Ach so, da wollte ich ja warten, wegen der Früchte eben. Tja. Toll. Läuft hier eigentlich noch was? Oh. Also ich glaube, Sauerstoffprobleme haben wir erstmal keine. Auch wenn wir auf andere Planeten. Das ist schon mal okay. Immerhin ein Lichtblick. Nee, also das geht mir ein bisschen auf den Sack. Also ganz ehrlich, ich habe, wie gesagt, nichts dagegen, dann nachher ein paar Alien-Basen und was zu reden. Da habe ich Bock drauf, das will ich auch machen. Aber es kann nicht sein, dass die Tutorial-Mission gleich hier so startet. Also das ist, boah, denkbar ungünstig. Was habe ich denn jetzt gemacht? Der Pilz muss schon hier rein. Sehr schön. Ah, die zwei sind fertig. Was könnte ich noch machen? Die sind relativ einfach herzustellen, richtig? Alien-Dorn. Und deswegen wollte ich nämlich die ganzen Alien-Plasma-Dinger haben. Aber da brauche ich halt auch... Ja, da brauche ich gar keine Alien-Dorn. Da brauche ich Alien-Zahn. Da brauche ich Alien-Dorn. Sogar zwei fürs Trauma-Kit. Ach du Scheiße. Also ich habe sogar keine Alien-Dorn mehr. Naja, wenig. Alien-Zahn. Wie viel Alien-Zahn habe ich denn? Habe ich doch auch irgendwo gehabt, nicht? Da. 40 Stück. Brauche ich hier nochmal? Das war's dann. Also 40 bleiben übrig. Oder vielleicht sogar die 41. Also könnte ich hier Alien Zahn, Nitrocellulose und Pentaxid. Habe ich genug da? Könnte ich 10 mal machen. Und kriegt dann da 40 Alien Dorn raus. Das ist ganz gut. Weil die brauche ich eben für die ganzen Dinger. So, da hier hätte ich dann das Alien Plasma. Mehr brauche ich da nämlich nicht. Alien Dorn. Das ist eigentlich ein Pflanzenstück. Irgendwie wie so ein, ja, wie so ein Rosendorn halt weiter. Nichts, nur von halt von der Alienpflanze, okay. Manche Skorpione haben das, glaube ich, auch, oder was? Alien Plasma ZR1 und T6 und da habe ich genug davon da, ne? Deswegen kann ich mir die Dinger herstellen. Das sind ganz normal, die stellen nur Gesundheit wieder her und helfen gegen offene Wunde. Mehr nicht. Ansonsten brauchen wir halt dann schon irgendwas anderes. Habe ich Bandagen dabei? Nee. Wie mache ich die? Pflanzenfasern, Pflanzenprotein, das ist ja nicht schwierig. Sollte ich mir vielleicht ein paar machen. Weil ich schaffe so oft, mir offene Wunde oder offene Fraktur zu holen. Gerade wenn ich nachher in die Alien-Basen reingehe. Oh Mann, ich freue mich jetzt schon. Pflanzenfaser mal ein bisschen dabei. Ja, mache auch nochmal 10 Bandagen. Habe ich genug Pflanzenprotein? Ja, geht. So, wenn du damit dann fertig bist, dann machst du mal noch von den Regenerationspacks welche. Und ich denke, dann sind wir eigentlich genug ausgerüstet. Das muss wohl klappen. So. Okay. Ja. Also das hat mir jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fand ich ein bisschen scheiße. Als ich das gesehen habe. Ich möchte gerne ausschalten, alles gut, aber kann ja nicht sein, dass die so schnell schon da sind. So ein Mist, Mann. Also ganz dringend Kobalt, dann kann ich nämlich meinen Konstruktor zum Verbesserten machen, dann kann ich mir schöne Waffen holen. Selbst wenn ich sie jetzt nicht als Belohnung kriege, ich kann sie mir selber craften. Hab ja genug Aufrüstungssets auch schon, weil ich ja schon schön aufs Maul gekriegt habe. Meine Rüssi ist im Arsch, das ist schön. Kürbis wächst noch. Da können wir Kräuterblätter mitnehmen, warum nicht? Brauchen wir für alle möglichen Medpacks. Sag mal, habe ich hier eigentlich ein Jetpack drin? Ah ja. Habe ich, gut. Dann eventuell wichtig auf dem Mond, um irgendwo hinzukommen oder irgendwo wegzukommen. Schauen wir mal.
Kräuterblätter. Ja, die sind ganz gut. Die Kräuterblätter brauchen wir halt auch. So, Gewürze. Dankeschön. Ärgert mich, muss ich sagen. Das ärgert mich massiv, weil... Doof. Das schaffe ich so niemals. Komme ich nicht hin. Auch mit Raketen. Ich treffe das nicht. Ich bin da zu blöd für. Wenn wir zu zweit, zu dritt wären, wäre es okay. Könnten wir es schaffen. Aber so... Nee, also gut. Dann wird halt jetzt ein bisschen gecheatet. Bis das Ding weg ist. Die Hauptbedrohung, dann lassen wir es, ne? Also dann hören wir natürlich damit wieder auf. So, den Früchtekuchen, der fehlt mir noch, ja. Warum habe ich eigentlich alle Früchte hier rein? Ach so, weil ich noch gar keine Früchte hatte, deswegen. Bäh. Haben wir hier noch Energie drin? Haben wir. Passt. Und würde jetzt noch, obwohl wir produzieren, glaube ich, für 7 Stunden reichen. Das ist okay. Wir gucken mal an die Kleinen. Ist halt jetzt die Vorbereitungsfolge, ne? Gehen wir auf den Mond in der nächsten Folge. Eigentlich hatte ich vor. Ja, eigentlich hatte ich vor, ein bisschen zu dem Schiff zu gehen, aber das können wir ja vergessen. Also das ist ja ein Selbstmordkommando. So eine Scheiße. Ich meine, die Peripherie-Truppen habe ich weggekriegt, aber wie mein Rüssi aussieht, sieht man ja auch. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ich wollte eine neue Rüssi machen. So, wir haben jetzt dann über 1000 Wasserstoffflaschen. Das ist schön. Ich glaube, man braucht 10 oder 20 Wasserstoffflaschen. Ich weiß es nicht mehr. Und eben das natürlich Promethium-Pellets. Und dann kriegt man die Fusionszelle. Die ist ziemlich cool. Hat eine Riesenleistung. Ne? Ist gut. Braucht genauso 50 Promethium-Pellets. Hat aber halt einen 300 Kilowattstunden Brennstoff. Die hat im Endeffekt ja, ne, die hat 30 Kilowattstunden, braucht 10. Und die hat ja einfach nur den Vorteil, dass sie das genauso einen Stackplatz wegnimmt, ne? Also einen Inventarplatz oder wie auch immer, aber mehr Brennstoffgehalt hat. Ansonsten ist die ja einfach genau das Fünffache. Braucht aber auch genau das Fünffache. Wohingegen dann die Fusionszelle braucht eben nicht mehr Promethium-Pellets, sondern nur zusätzlich die Wasserstoffflaschen. Die ist dann schon fetzig. Naja, ich würde jetzt gerne noch diese Mission hier abschließen. Dazu bräuchte ich jetzt nochmal Früchte. Irgendwoher. Aber das sind bloß Beeren. Die brauche ich auch nicht. Quatsch. Wieso habe ich auch? Promethium Pellets. Habe ich ja dabei. Na dann rein damit. Bitteschön. Ja, ist genug da. Ist auf jeden Fall genug da. Also die 5 bleiben mindestens da, 5000 Stück. Das ist okay. Oh, Wind. Ich habe jetzt gerade wieder, was kommt jetzt schon wieder an? Das ist nur Wind. Ach, schon wieder. Ich denke, das ist eine automatische Tür. Ist hier kein Strom mehr drin? Doch. Wäre ja auch schlecht, weil ohne Strom wird hier nichts wachsen. Beziehungsweise würden die vielleicht vergammeln. So, jetzt mal gemüsereif hier. Früchte, sorry. Piercing, also zum Beispiel das Birnending, ja. Das wäre okay. Aquabeeren. Ne, Weltraumorange ist es, genau. Die Orange wäre auch Gemüse. Mais natürlich nicht. Ahaxpflanze ist, glaube ich, einfach nur Pflanzenphase, oder? Oder war das Protein? Bin mir nicht mehr sicher, was das war. Das Alien-Basen angreifen ist schon allein deswegen geil oder sinnvoll, wenn man da unten schöne Sachen findet. Ich brauche wahrscheinlich da 2-3 Anzüge, ja okay. Aber dafür kriege ich da 2-3 mittelschwere Anzüge vielleicht, wenn ich Glück habe. Und was ich eben vor allem da drin suche, sind sag schon. Bergbaugerätekerne. Damit ich dann aufhören kann, Ressourcen zu farmen. Dann stelle ich da meine Drohnen hin, versorge die mit Kraftstoff und dann, bitteschön, dann können wir das Spiel laufen lassen und holen uns ab und zu was raus. Ach so, ist keine Flaschen drin, ja. Klar. Wo stelle ich Sauerstoff her? Das war hier, ah ja, genau. Ja, Wasserkanister, habe ich keinen mehr übrig, ja klar. Und Stahl, ansonsten wäre es ja okay. Ich habe keine. Die Wasserkanister habe ich alle verbraucht. Für
Wasserstoff. Aber ist ja auch okay. Soll ja so sein. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir räumen, bevor wir auf den Mond gehen, das Inventar ein bisschen leer. Vielleicht finden wir da oben wirklich irgendwas Tolles. Leicht zugänglich. Dann mache ich mir nämlich keinen großen Stress. Dann räumen wir da oben eine Basis aus. Jetzt bin ich eh schon pisst. Gut, ich habe noch keinen Raketenwerfer. Ist vielleicht doch ein bisschen tricky. Mein Headset rührt sich gerade. Das heißt, die Folge ist gleich vorbei. Weil ich nämlich keinen Saft mehr habe. Ja gut, ich könnte ja auch einfach jetzt das Headset anstecken. Ach so, schon zu viel? Ach ja, ich habe was vergessen, siehst du? Ach, da habe ich mir auch schon eine Ersatz. Das ist ja gut, dann ist das nicht Stress. Das ist ein Gewehr zählen. Unsinn. Giftungsseil hier rein, alle mitnehmen, hier mal rein. Die tun wir da auf jeden Fall weg. Ja, die Magentabletten können wir mitnehmen, warum nicht? Das essen wir mal. So, wer hat die Drohnen erwischt? Die holen wir jetzt noch ab und dann war's das. Naja. Also, das bin ich ein wenig gepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Angepisst. Sinnvolles, ne? Muss man immer ganz ehrlich sagen. Aha, danke. Wenigstens Stromspulen oder Fluxspulen oder so ein Quatsch, das kann man gebrauchen. Weil die kann ich noch nicht bauen. Dazu fehlt mir der Besuch auf einem anderen Planeten. Und dazu fehlt mir eben... Oh, hi. Jäger. Fehlt mir gehabt der Stahl. Und den wollte ich eben eigentlich aus der Titan raus. Ballern. Naja. Was soll's. Noch einmal nach Früchten gucken. Ansonsten, ihr wisst ja, was passiert. Ne? Mit den Früchten bereite ich jetzt Früchtekuchen zu. Ist ja nicht schwierig zu verstehen. Da sind Tomatenreifpilze. Aha, jetzt ist auch reif, das Piercing. Die Orange aber noch nicht. Die Beeren aber dafür. Pflanzenprotein. Ah, einfach Pflanzenprotein. Okay, raus. So, bevor ihr jetzt wirklich das Headset abspackt. Rein hier, weil ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch Sound aufnimmt. Ich glaube nicht, weil er nimmt ja den Ingame-Sound vom Head. Ah, schön, das ist auch fertig. Gemüse. So, okay. Gemüse, das da. Das war jetzt kein Gemüse, das waren Früchte, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Die nehmen wir mal mit. So, jetzt kann ich mir nämlich den Früchtekuchen zubereiten. Das heißt, wir brechen das ab. Das können wir nachher weitermachen. Habe ich hier drin. Danach habe ich 34. Können wir noch 1, 2, 3. Wo sind die Alien-Zähne? Ja, machen wir noch 3 Stück. Ach Quatsch, danach habe ich doch gesagt. Ah, Idiot. Ich habe nicht nachgedacht. Das war ein bisschen blöd. So, das machen wir jetzt noch fertig. Ich gucke so lange mal nach meinem Ladekabel. Moment. So, es kann nichts passieren. Außer, dass das jetzt langsam mal fertig werden soll, bitte. Hatte ich ja noch gerade irgendwas Sinnvolles? Ja, das kommt mal weg, danke. Und der Rest kommt hier oben rein. So, die sind gleich fertig. Stromspule. Fluxspule. Ja, passt schon. Und hier bleiben übrig 1, 2, 3, 4, 5, 6.000. Fetzt. Pentaxid könnten wir verarbeiten. Ich frage mich nur gerade, wozu. Ja, warum nicht? Ach, Quatsch doch nicht. 100. 10 nur. Weiß gar nicht, habe ich schon irgendwo veredeltes? Ich weiß es echt nicht. Ich bilde mir ein, ich müsste haben, aber... Ach, das wächst noch.
So. Okay, jetzt macht er den scheiß Früchtekuchen. Dann haben wir das nämlich endlich vollständig. Was kriegt man als Belohnung? Ich glaube Goldmünzen. Ja, dann müssten wir eigentlich die Titan wieder aktivieren, aber bäh. Zack. 20 Goldmünzen und 2 Notverpflegung. Das ist nicht schlecht. Das kann man doch gebrauchen. Das ist doch nett. So, und die Goldmünzen, ja, kann ich jetzt einzahlen, theoretisch. Ich habe doch schon mal irgendwo 10 gekriegt. Wo habe ich denn die hingesteckt? Für das Sammeln hätte ich doch auch schon mal... Naja, egal. Stecken wir es hier mit rein. Und die Notverpflegung, die ist... So nötig haben wir es noch nicht. Das machen wir auf weiten Reisen. Gut, ich sage hier danke fürs Zuschauen. Also wie gesagt, es wird jetzt ein wenig gecheatet. Allerdings, wie gesagt, nur die äußeren Peripherieverteidigung. Wenn ich in die Basis reingehe, selbstverständlich Godmode aus. Ne? Klar, machen wir schon. Außer ich finde mich überhaupt nicht zurecht und komme nicht runter. Dann muss ich ihn einschalten, weil da komme ich nämlich durch den Boden. Das ist das Problem. Der Godmode in dem Spiel hier ist gleichzeitig so ein No-Clip-Mode. Ist wirklich ein ultimativer Godmode. Aber nur dann. Ich versuche es erstmal so. Weil ich habe es einmal geschafft, da war in meinem Privatspiel, in die Mine, The Abandoned Mine, bin ich nicht reingekommen. Ich habe den Eingang nach ganz unten nicht gefunden. Ich kam zwar so zur Hälfte runter, aber wo es dann interessant wurde, wo ich was hätte finden müssen, kam ich nicht weiter. Habe ich nicht geschnallt, wo ich da hätte lang müssen. Auch im Nachhinein nicht. Irgendwie war ich zu blöd. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ja wurscht. Also, bis zum nächsten Part. Wie gesagt, ein wenig kann es passieren, dass wir cheaten. Aber erstmal geht's zum Mond. Und wir sammeln Kobalt und Magnesium. Helm ist auf, ja. Weil sonst werden wir gleich ersticken, wenn wir in den Weltraum gehen. Bis dann.